Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir machen Fragen es einfach. Fragen und Antworten. Fragen und Antworten. Wir machen einfach da weiter, wo wir letzten Mittwoch aufgehört haben. Wir aufgehört haben. Ganz einfache Frage. Hattest du schon Zecken? Ich nehme jetzt mal die Zettel, dass das ein bisschen schneller geht. Jede Menge. Hattest du schon Zecken? Ich hatte auch schon Zecken, aber nicht so viele wie du. Ja, hatten wir. Aber muss man halt schnell wegtun, ne? Dann ist das ja nicht so das Problem. Gut. Kann ich euch besuchen? Ich habe die Zettel, weil ich die Fragen stelle jetzt. Entschuldigung. Ja, bitte. Die Biene besucht. Kann ich euch besuchen? Klar. Nö. Schwierig, wir arbeiten ja. Aber ich meine, Veranstaltungen immer mal wieder. Was wir in der Tat schon überlegt hatten, weil die Frage ja auch öfters kommt, ob wir nicht mal so einen Tag für die YouTube-Zuschauer machen. Ne? Aber das ist natürlich zum Planen voll schwierig, weil wir gar keine Ahnung haben, wie viel da kommen würden und wie viel nicht. Und deshalb haben wir uns da absolut noch nicht hingetraut. Aber müssen wir mal verschieben. Ne? Müssen wir mal gucken. Wir hatten einmal so eine größere Veranstaltung oder so eine mittelgroße Maustüröffnertag. Weiß ich noch ganz gut, weil da war ich schwanger und war nicht so gut drauf. Und wir hatten Kinder? Das war keine Frage. wir hatten über 300 Besucher, 12 Führungen. Das war anstrengend, aber irgendwie auch cool. Ja gut, Führungen brauchen die YouTube-Leute nicht, die kennen sich ja aus. Ja. Da muss man ja nichts erzählen. Aber die wollen trotzdem machen. Aber da ist einfach so diese Planung ein bisschen das Thema. Man muss halt auch die Zeit dafür haben. Ne? Das ist allgemein mit den Besuchen das Thema, weil da mal 10 Minuten geschwätzt, dort mal eine halbe Stunde geschwätzt und zack ist der Vormittag rum. Also das passt. Und dann halt alles am Sommer auch noch. Also das ist schon, die Zeit ist da auch ein bisschen das Problem. So, warum Karnika? Das merkt man in den Videos gar nicht, weil da schwätzt er die ganze Zeit. Aber das sind auch im Wesentlichen alle Wörter, die er dann an einem Tag verbraucht. So viel schwätzen mag er eigentlich gar nicht. Ja, jetzt sind wir aber, ich werde es gerade hier, ne? Es langt. Wörter sind aufgebraucht. Warum Karnika? Ja, weiß ich auch nicht, weil es jeder hat. Ne? Weiß ich auch nicht. Also wir haben ja Backfast schon mal probiert, vor 10, 15, keine Ahnung, man verliert die Zeit so aus den Augen. Auf jeden Fall vor längerer Zeit, da war das nichts. Weil diese Königinbeschaffung ja auch mit Kosten, mit Aufwand oder kompliziert ist wie Karnika, weil jeder um dich rum hat halt Karnika. Und jetzt versuchen wir es wieder. Oder haben ja wieder welche gekauft, um das mal wieder kennenzulernen. Und also das heißt nicht, also wir sind da prinzipiell schon offen. Ne? Wir sind jetzt nicht bei Karnika, weil wir sagen, Karnika ist die beste Biene der Welt und es gibt nichts anderes, sondern wir sind da eigentlich aus rationalen, wirtschaftlichen Imkerkollegen, was auch immer Gründen dabei. Ne? Aber wenn nicht Karnika, was ist denn die beste Biene der Welt? Ja, die Biene Meier. Gibt es Förderung, Katrin? Also wir haben auf jeden Fall keine. Ne? Für Landwirte gibt es gute Förderungen, für Imker gibt es nicht so gute Förderungen. Wir sind leider da noch ein bisschen im Hintertreffen. Ja, also wir kriegen halt ein bisschen Förderung, hat dabei wirtschaftlich keine Auswirkungen über die Streuobstwiesenfläche, wo wir haben. Aber die Imkerei, da kriegen wir, das ist ja Landessache, und da kriegen wir in Baden-Württemberg schon ein bisschen Förderung indirekter Art, indem eben Ameisensäure oder so Behandlungsmittel subventioniert werden und wir das relativ günstig einkaufen können. Und ich meine, das Land unterstützt auch die Tierseuchenkasse oder die Honigbeprobung wird bezuschusst. Aber dann wird es schon dünne, was mir so spontan einfällt. Ne, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch im Bundesland aussieht. Und dann gibt es bei uns noch dieses ganz tolles Förderprogramm. Wenn du eine Anschaffung machen willst, dann kannst du da einen Antrag stellen. Dann brauchst du 3 Angebote. Und die Fördersumme, die jährlich zur Verfügung steht, ist aber relativ gering. Ich weiß jetzt nicht, wie viel 1000 Euro, aber es ist schon gering und steht jedem Imker in Baden-Württemberg offen.
Also im Prinzip musst du irgendwie so ein, ich hatte das einmal versucht, ein Jahr im Voraus planen, was du anschaffen willst, und dann ist das Problem, drei Angebote für eine Imkereigerät, Schaften für eine Erwerbsimkerei, weil da gibt es ja auch so unendlich viele Hersteller, wo dir da ohne Probleme geschwind ein Angebot schreiben. Und also das ist also ein Punkt, wo nicht praxisrelevant ist, bei uns zumindest. Und es ist, liebe Verantwortlichen in der Politik, deutlich Luft nach oben, weil ihr braucht uns alle. Naja, jetzt sind wir, prinzipiell bin ich ja jetzt nicht so der Freund von Förderungen, weil, aber das ist ein anderes Thema. Naja, aber dann müssten wir alle abschaffen. Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall nutzt dieser Betrieb bis auf diesen verbilligten Einkauf von Behandlungsmitteln, nutzen wir. Und vielleicht bei der Honigprobung und in der Tierseuchenkasse, wobei wir in der Tierseuchenkasse ja keinen Beitrag zahlen in Baden-Württemberg. Das ist so das Einzigste, wo wir das nutzen. Aber das sind jetzt nicht, weiß ich nicht, ob wir da auf 1.000 Euro im Jahr kommen, was uns das bringt. Naja, gut. Wo sind wir denn? Bei Wer kann besser imkern? Wer kann besser imkern? Wer kann besser imkern? Als du? Oder von uns? Wir hatten doch schon mal so eine Frage. Na, ob, bist du ein guter Imker war schon? Ja, also ich habe mir das doch schon beantwortet. Und wer kann besser imkern? Von uns beiden natürlich du. Ich mache es ja auch öfters, ne? Übung macht den Meister. Nee, nicht nur. Das haben wir doch gerade auch schon beantwortet. Ja, das stimmt. Das wäre eine gute Antwort gewesen, Mensch, wäre uns die vorher eingefallen. Wer kann besser imkern? Nee, bei wie wird man Imkermeister? Ach so. Durch Übung. Ja. Was ist das wichtigste Werkzeug? Das weiß sogar ich. Der Kopf. Ich hätte jetzt der Stockmeißel gesagt. Bei manchen ist es... Nein, also, ja, der Kopf der Stockmeißel. Also das muss man schon sagen. Ja, Stockmeißel ist schon dann der Raucher als drittes, ne? Raucht da der Kopf. Eine Stockwaage. Also wenn man wirtschaftlich imkert, muss man sagen, also wenn man jetzt sagt, ich habe einen Stockmeißel und ich habe einen Raucher, was kaufe ich mir als nächstes? Und da würde ich, bevor ich mir einen Schleier kaufen würde, würde ich mir eine Stockwaage kaufen. Das muss, ja, ich muss ganz klar sagen. Das ist auch ein kleiner Unterschied im Preis. Und wenn du sagst, eine Stockwaage ist am wichtigsten, ich meine, mit einer Stockwaage kriegst du deine Waben nicht raus, wenn sie ordentlich verkittet sind. Aber sie werden voll. Naja, nein. Du weißt, wann sie voll werden. Dadurch werden sie auch nicht voll. Ja gut, naja, also ist eine schöne Spielerei. Ja, aber diese vier Punkte, da kannst du sagen, also ich würde, also wirtschaftlich orientiert, Imkern ohne Stockwaage würde ich nicht machen. Dann hätten wir Stockmeißel, Raucher, Schleier und Stockwaage. Aber wir haben auch lang ohne Stockwaagen geimpft. Ja, es war ein Fehler, ne? Hätten wir schon viel früher kaufen müssen. Ja, wir haben schon ein paar Fehler gemacht. Was ist das wichtigste Werkzeug? Die Seite haben wir schon durch hier. Hey, voll gut. Was hast du? Wir haben das geschrieben. Was hast du gelernt? Mhm. Auch viel. Als letztes Imkermeister. Ne? Und jetzt wird es übel. Ja, warum dieser alte T4? Das ist schon ein bisschen beleidigend. Ne? Weil wir uns keinen T7 leisten können. Das wäre ganz schön blöd. Ja. Ich glaube, wenn du mit du mit diesem T7 hier das machst, was wir mit dem T4 machen, da fliegt wahrscheinlich die Stoßstange als erstes weg und hinten auch gleich. Und Allrad. Ne? Gut, Allrad hatte nichts mit dem T4 zu tun, aber weil es halt einfach dickes Blech noch ist. Ne? Also ich meine, ehrlicherweise muss man sagen, diese Tage sind wahrscheinlich auch gezählt, also nicht dieses Jahr. Und hoffentlich nicht nächstes Jahr, aber das große Problem an dem Auto ist eben die Anhängelast und auch immer mehr die Ersatzteile und der Fahrkomfort, aber weil man wird halt älter, gell? Aber eigentlich ist es die Anhängelast. Merkt ihr eigentlich, dass er bei dem Thema T4 emotionaler ist als bei dem Thema, seid ihr verheiratet? Jo. Das eine ist ja auch erstmal fixer wie das andere. Ja, außerdem macht mir der T4 mehr Probleme. Das hat er jetzt gesagt. So, was haben wir noch? Wie viele Bienenstöcke, das haben wir aber schon mal beantwortet. Nein, Stiche. Ach, wie viele Bienenstiche? Bienenstiche. Soll ich von deinem letzten erzählen? Nein.
Weiß ich nicht. Manchmal hast du gar keine, manchmal hast du viele. Ne? Also ich glaube, ich könnte, wenn ich vernünftig nachdenke, wahrscheinlich meine noch zählen. Aber deine ganz sicher nicht. Nee. Also ich weiß ja nicht, wie die Frage... Also du hast wirklich manchmal, muss sagen, du kannst... Ich habe auch schon 70 Bienenvölker angeschaut oder 80, also den ganzen Tag Bienenvölker angeschaut. Und du, also nicht nur einmal und du hast abends keinen Stich und... Dann gehe ich in den Garten, da haben auch zwei Bienenvölker stehen und stehst du am Flugloch und kriegst einen Bienenstich. Also das kann ich wirklich nicht sagen. Naja, aber schon. Man muss auch nicht barfuß zu den Bienen gehen. Das hilft vielleicht auch. Wegen den Säcken jetzt. Also, meine, was die Leute nicht sehen, ist eigentlich, dass wir voll die schöne Aussicht hier haben. Ne? Ja, wir sollten euch eigentlich mal drehen. Eigentlich, ja, das haben die schon mal bestimmt gesehen. Das ist jetzt, deshalb stehe ich jetzt nicht auf. Ja, da sind wir mit den Fragen durch, ne? Ich glaube schon. Das ist doch du gut. Hast ja die Fragen. Ja, ich habe die eine Seite hier gemacht. Ja, dann sind wir durch. Irgendwo stand noch was auf der Rückseite. Ja, das aber wir können das ja auch mal wieder machen. Und wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns bei Insta. Ja, das, du beantwortest, die so Katrin an. Beantwortet das dann alles. Das ist kein Problem. Lieber Kommentare. Oder? Also, egal. Wenn ich mich drum kümmern soll, dann Kommentare. Und wenn sie woanders schreiben, das kann die Katrin gerne übernehmen. Das mache ich. Bei Instagram muss man erstmal die Antwortfunktion finden. Das kriegen wir hin. Meine Sache ist das nicht. Gut. Dann Sebastian, ich danke dir für deine Offenheit. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Katrin, immer wieder ein Vergnügen. Tschüss für heute. Tschüss.